Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Erst einmal, ihr seht alle wieder fantastisch aus. Ihr habt euch wieder rausgeputzt. Seid ehrlich. Seid ehrlich? Habt ihr auch wieder Parfüm aufgetragen? Kleiner Fun Fact: hab ich schon mal erwähnt, aber ich trage immer, bevor ich Videos aufnehme, Parfüm auf. Einfach damit ich, also dann fühle ich mich gut. Also, mein Parfümverbrauch ist jetzt nicht überdimensional groß, aber dadurch schon deutlich größer, als er sein sollte eigentlich. Aber ich fühle mich gut, ich rieche gerade. Ich rieche sehr gut. Und das wisst ihr jetzt. So, also, ey, ich habe sehr gute Laune. Wir haben eine extrem coole Release-Woche und wir hören uns heute das erste Mal was von Vanessa Mai auf diesem Kanal hier an. Vanessa Mai, holy shit, Vanessa Mai kenne ich mein Leben lang gefühlt schon. Also, was nicht heißen soll, dass sie alt ist. Ich bin auch noch sehr, sehr jung. Ich bin 21. Hört sich auch alt an mittlerweile. Aber, Vanessa Mai hat meine Mom früher gehört und Vanessa Mai habe ich dann als Kind auch das öftere Mal gehört. Und ich liebe es, dass sie seit ein paar Jährchen mit Deutschrappern sehr viel zu tun hat. Sehr viele Feature-Songs rausgekommen sind. Ich fand das mit Alex Sash natürlich zum Beispiel, fand ich sehr, sehr strong. Mit Sido hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt haben wir etwas mit Art, den ich in den letzten Monaten für mich unfassbar doll entdeckt habe. Nebel, sein letzter Release, sehr strong. Natürlich Winterjacke. Belgisches Viertel kennt, glaube ich, jeder. Deswegen bin ich umso gespannter jetzt auf Melatonin von Vanessa Mai und Art. Eine sehr coole Kombination. Das Ganze ist produziert von, wem ist das produziert? Steht es drin? Es steht leider nicht drin, von wem es produziert ist. Es sei denn, ich bin gerade sehr dumm. Steht nicht drin. Schade. Aber vielleicht wird es im Video erwähnt. Ansonsten schaue ich nochmal auf Spotify nach, von wem das produziert worden ist. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Gönnt euch auf jeden Fall. Falls es ein Album gibt von Vanessa Mai aktuell, wo der Song drauf ist, packe ich in die Beschreibung. Kauft euch das. Und ich bin wirklich gespannt. Los geht's. Okay. Video. Wieder mal, steh im Regen, doch du bist nicht da. Sie hat halt eine unfassbar schöne Stimme. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Ey, das auch gerade ganz kurz wieder. Das hier ist schon wieder ein Poster. So wie sie da steht und so wie Arta auch steht, so kurz nach hinten gedehnt. Das wäre schon mein erstes Poster. Würde ich mir kaufen. Alles gut, wenn du bei mir bist. Boah, Lass uns schön. vergessen, was war. Sehr schön. Ey. Weißt du noch, als du meintest? Boah, direkt, also der Einstieg von Art und seine Stimme halt auch krass einzigartig, direkt sehr, sehr cool. Boah, ey, geil. Irgendwie, es freut mich immer, wenn wir das erste Mal so eine Premiere haben von jemandem, den wir uns auf dem Kanal noch gar nicht angehört haben. Das Musikvideo gefällt mir sehr. Sehr schöne Optik hier. Lass uns vergessen, was war. Auch sehr cooles Augen-Make-up hier. Gefällt mir sehr, der Lidschatten. Vergessen, was war. Ey. Weißt du noch, als du meintest, dass Cooler wir Einstieg. beide für immer zu zweit sind? Seht die Regentropfen an der Scheibe. Ich mag seinen Flow halt so unfassbar gerne. Der ist immer so ein bisschen sehr gechillt und langsam, aber es passt einfach zu ihm so unfassbar gut. Bei unserem Lieblingssong, denk an die Zeit, ja. Ich rauch die 10. Kippe auf, fühlt sich an wie im Traum. Sicht so blurry und ich irgendwie drauf. Es ist nicht mehr das Gleiche, bin mit meinen Jungs doch irgendwie alleine. Ey, das ist so ein richtig schöner, weibiger Song schon wieder. Jetzt kommt Vanessa Mai schon wieder rein. Keine Ahnung, es ist immer cool, wenn so zwei Leute, wo man das auch gar nicht gedacht hätte, dass die zusammen einen Song machen, wenn die zusammen einen Song machen. Und das funktioniert dann einfach. Lass wie damals an der Bahnstation einschlafen und danach zusammen heimfahren. Fuck, ich kann wieder nicht pennen, weil das Wow. Männer zu mir nicht kennen. Okay, das kam unerwartet. Krass unerwartet. Krass, also ich bin ja in letzter Zeit auch Fan davon, wenn es ein Feature-Song ist und die beiden Artists zusammen singen, aufeinander die Stimmen gelegt sind. Auch hier wieder sehr cool. Guck auf den Boden und schau zu, wie dein Spiegelbild verschwindet. Vielleicht belüge ich mich selbst, wenn ich dir nochmal schrei, obwohl du tausendmal sagst. Nice! Du hast keine Zeit, wieder mal. Denk ich. Ey, sie hat ja so eine schöne Stimmfarbe. Also auch gerade wenn es so ein bisschen in die tieferen Töne geht und sie das so ein bisschen auslaufen lässt quasi, hat sie eine so schöne Stimmfarbe. Krass. Also der Song ist vom Aufbau her auch anders, als ich erwartet hätte, weil ich vielleicht dachte, okay, sie singt vielleicht stumpf nur die Hook und dann macht Art den Rest. Aber das ist gar nicht so. Es ist voll so ein Miteinander, was ich interessant finde irgendwie, weil ich auch gerade diese langsameren, ruhigeren Momente, wo sie eben gesungen hat, was ich cool finde, dass sie diese Elemente noch drin hat, die ja vielleicht auch teilweise an den Schlager noch so ein bisschen erinnern hier und da. Und das finde ich cool, dass das
nicht komplett verloren gegangen ist. Lieber sende ich die Nachricht nicht ab. Am Handy Tage verbracht. Haze in der Lunge und Display gesplittert. Kopf in den Wolken, doch in mir Gewitter. Tattoo auf meinem Bauch. Boah, ey, also ich weiß nicht warum, aber Art hat halt voll so diese coole. Ich weiß nicht, also eine coole Wortwahl hat er irgendwie immer. Also es ist alles recht simpel. Das ist jetzt gar nicht doof gemeint, aber so, dass es auch voll relatable irgendwie ist, auch wie er Sachen widerspiegelt und erzählt. Also auch voll so im Jugendzeitgeist, so. Wisst ihr? Das finde ich bei ihm so sympathisch. Neon Signs zieht vorbei. Wieder mal hoffe ich, der Moment bleibt. Und ich weiß, vor dem Sex kommt der Streit. Und deshalb lieb ich es, wenn du schreist. Wieder mal steh im Regen, doch du bist nicht da. Alles. So eine unfassbar schöne Stimme, Alter. Krass. Gut, wenn du bei mir bist. Lass uns vergessen, was war. Fuck, ich kann wieder nicht kümmern, dass mein Lauf zu mir nicht geht. Guck auf den Boden und schöne Melodie, schöne Melodie. Schaust du, wie dein Spiegelbild verschwindet. Vielleicht belüge ich mich selbst, wenn ich dir nochmal schreibe. Obwohl du tausendmal sagst, du hast keine Zeit wieder mal. Ey. Das ist, glaube ich, nicht der klassische Radiosong, was ich fast schon schade finde, weil ich mir gewünscht hätte, dass der Song von den beiden im Radio rauf und runter läuft. Aber umso cooler, weil hier echt immer noch, das habe ich auch bei dem Sido-Ding krass gemerkt, so zwei Welten so miteinander vermischt werden und kollidieren oder auch bei dem All Access-Ding. Und das finde ich voll interessant und voll cool immer noch, weswegen mich das allgemein einfach freut. Ich meine, wir haben jetzt hier auch noch zwei Generationen quasi, Art ist ja krass, auch noch ein Newcomer, die aufeinandertreffen, was das nochmal interessanter macht, so eine frische Kombination zu haben. Geil, wirklich nice. Ey, okay. Ey, also das war jetzt nicht aufs Bildliche bezogen. Das war jetzt sehr ungünstig getimt, dass in dem Moment, also ich finde die Kombination geil. Ich finde es sehr nice. Es war jetzt ungünstig gerade hier. Also das weiß ich jetzt auch nicht, was dabei hier rausgekommen ist. Sehr cool. Sehr nice. Freut mich auch so krass für Art, Mann, weil, also, natürlich, der ist schon ein Big Player jetzt vom Namen her, wenn man auf seine Zahlen auch guckt, aber er ist immer noch ein Newcomer, würde ich sagen. Und dass er jetzt mit Vanessa Mai auch direkt was gemacht hat, die, keine Ahnung, wie lange etabliert ist, freut mich voll. Melatonin, okay, ey, hier haben wir es. Produktion, Beleuchtung, Lichtassistent, Special Stylist, Regie, Schnitt, okay. Steht nichts von Produzenten. Vielleicht, wenn ihr es wisst, könnt ihr es reinschreiben, sonst gucke ich bei Spotify einfach nach. Aber ey, sehr, 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 sehr nice geworden, Mann. Coole Kombination, ich bin sehr zufrieden. Also wie gesagt, jetzt vielleicht kein Song, der im Radio rauf und runter laufen wird, aber in meine Playlist kommt ja auf jeden Fall, allein wegen der Kombination und weil ich diese kurzen Passagen von Vanessa unfassbar nice finde, so wo ihre Stimme so ein bisschen rauer, ein bisschen dunkler wird am Ende. Allein dafür. Wir haben auch, einen sehr, sehr stabilen Part von Art gehabt, wieder fand ich. Und, keine Ahnung, ich finde solche Kombinationen immer cool. Deswegen unbedingt und gerne mehr davon. Gerne genreübergreifend einfach. Auch deswegen finde ich es auch cool mit Nico Santos, dass der jetzt im Rap-Game so ein bisschen drin ist, unter dem Alter Ego Santos. Mehr davon, wir brauchen mehr davon. Ich finde es einfach nur nice. Lasst mir auch mal gerne in den Kommentaren da, ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich so fresh und so gut aussehend wie immer. Und ciao.